Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, nach der Rede, Herr Professor Vogt, muss man erst mal ganz tief in den Bauch hineinatmen. Ich spreche nicht das aus, was ich gerade denke. Deshalb erst mal die gute Nachricht, das Bürgergeld wurde im Deutschen Bundestag beschlossen. Und das ist erst mal ein gutes Signal. Und vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die das heute beschlossen haben. Weil das ist ein wichtiges sozialpolitisches Signal für die Menschen hier in Deutschland. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, Sie haben hier einen Entwurf vorgelegt, der das halt im Bundesrat verhindern soll, das Gesetz. Und nicht nur die Union, hier in Thüringen, sondern generell Ihre Partei will in diesen krisenhaften Zeit die Einführung dieses Bürgergeldes blockieren. Damit aber blockiert sie massiv mehr Sicherheit und auch Entlastung für viele Menschen. Das ist nicht christlich und das zeugt eben nicht von Nächstenliebe. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der CDU. Sie behaupten in Ihrem Antrag, und ich wiederhole es gerne noch mal an der Stelle und ich zitiere aus der Begründung, dass das Bürgergeld die Abkehr des von unserem Sozialstaat zugrunde liegenden Prinzip des Fördern und Fordern ist und ein falsches Signal für alle Fleißigen und Engagierten in unserem Land setzt. Das ist eine Frechheit. Ebenso die Behauptung, dass die Kooperation durch die Einführung des Bürgergeldes eingeschränkt wird und die Möglichkeit des Leistungsbezugs von dem aktiven Bemühen um Arbeitsaufnahme abhalten. Damit diffamieren Sie mehr als 1 Million Menschen in unserem Land, die in Deutschland leben und aus ganz unterschiedlichen Gründen ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkommen und Vermögen sicherstellen können. In der Krise muss es darum gehen, für Sicherheit und Zuversicht zu sorgen. Stattdessen spielen sie die Menschen gegeneinander aus. Mehr als die Hälfte der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung erhielten im Dezember 2021 die Grundsicherung im Alter. Das heißt, sie hatten die Altersgrenze nach dem SGB XII erreicht oder überschritten. In ihrer Auffassung bewerten sie diese Menschen als Faulpelze, die es nicht geschafft haben, während ihrer Lebensarbeitszeit genug zu erwirtschaften und zu können, um im Alter ausreichend zum Leben zu haben. Die es nicht geschafft haben sollen, in ihrer Lebensarbeitszeit eine ausreichende Rente zu erwirtschaften. Damit verkennen sie die Wirklichkeit und auch die Lebensleistung von vielen tausenden Menschen. Das ist demütigend und entehrend. Die jetzige Grundsicherung reicht nicht aus, reicht schon lange nicht mehr aus, um eine wirkliche Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben zu sichern. Für Geringverdienende, für Alleinerziehende und für Kinder. Für ältere und durch Krankheit gehandicapte Menschen. Die Inflation und hohe Energiepreise haben die Kosten für den Lebensunterhalt enorm steigen lassen. Im Rahmen des Bürgergeldes sollten die Regelsätze erstmal lediglich um rund 50 Euro angehoben werden, damit der allgemeinen Verteuerung etwas entgegengehalten werden kann. Damit wird denen geholfen, die unsere Stützung am meisten benötigen. Die Behauptung, dass durch das Bürgergeld das Arbeiten gehen sich nicht mehr lohnt, ist einfach falsch. Wir vom Bündnis 90 Die Grünen sagen, wer lange gearbeitet und viel geleistet hat, darf nicht gezwungen sein, Ersparnisse für die Altersvorsorge und die Wohnung aufzulösen. Die Menschen müssen sich auf unseren Staat darauf verlassen können, dass sich Lebensleistung lohnt. Auch und besonders für Selbstständige sind Rücklagen essentiell für die Altersvorsorge. Deshalb sollen die bewährten Regelungen und zum Schonvermögen, denen die Union in Corona-Zeiten selbst zugestimmt hat, auch bestehen bleiben. Wer in eine Beschäftigung zurückkehren will, sich für einen neuen Job oder neue Aufgaben qualifizieren will, sollte sich ganz darauf konzentrieren können. Wenn die bisherige Wohnung und auch ein gewisses Vermögen eine Zeit lang geschützt sind, können sich die Menschen wirklich darauf konzentrieren. Natürlich muss die Arbeitsmarktpolitik damit ziehen, aber auch das Miteinander zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcentern muss von einem anderen Selbstverständnis geprägt sein. Ein Miteinander auf Augenhöhe muss das doch oft vorhandene Misstrauen ablösen. Schwebten bislang Sanktionen über die Gewährung des Leistungsbezugs, so muss nun ein gegenseitiges Vertrauen und ein gemeinsames Ziel auf der Agenda stehen. Das wird sicherlich nicht einfach, aber mit einem Antrag wie von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, werden die alten Vorurteile gefestigt und das ist ausgesprochen kontraproduktiv. Mag sein, dass das ganze Konstrukt noch viel zu diskutieren und eventuell auch nachzubessern ist. Aber das schaffen Sie mit solchen Antrag nicht. Der spaltet, Vorurteile bedient, das Vertrauen in die Entscheidungen der Bundesregierung erschüttert und vor allen Dingen Menschen diffamiert, die in ihrem Leben etwas geleistet haben und weiter leisten wollen.
Nein, das kann es wirklich nicht sein. Und deshalb kann ich hierzu nur sagen, Ablehnung.